Hallo, liebe Zuseher und Zuseherinnen, heute nicht nur auf Facebook, sondern auch auf FS1 in Salzburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Deutschkurs Interaktiv. Ja, immer wenn man hier Deutschkurs Interaktiv lesen kann, dann gibt es diesen Deutschkurs Interaktiv und es ist eine wahre Freude, euch hier begrüßen zu dürfen. Der Deutschkurs Interaktiv ist eine Quiz-Sendung. Und hallo Maria und hallo Lenka, schönen guten Abend. Findet immer von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr mitteleuropäische Zeit statt. Genau. Ihr könnt mitmachen und zwar, wenn ihr uns jetzt auf FS1, dem freien Fernsehen, seht, dann geht bitte auf Deutschkurs bei Jofi TV auf Facebook und dann könnt ihr auch bei den Quizfragen mitmachen. Wir beginnen gleich. Ja, und zwar, was passt alles? Paul Nisnisne neben Gernot. Ich wiederhole. Paul Nisnisne neben Gernot. Ist das 1a stehe? Ist das 1b stehst? Ist das 1c steht? Oder ist das 1d stehen? Ja, ich starte die Zeit. Schönen guten Abend, Rami und Marussia. Hallo. Ich starte die Zeit. Wir nehmen uns 3 Minuten Zeit. Und ihr überlegt bitte nochmal. Was passt alles? Paul Nisnisne neben Gernot. Ist das 1a? Paul stehe neben Gernot. Ist das 1b? Paul stehst neben Gernot. Oder 1c? Paul steht neben Gernot oder doch 1D, Paul stehen neben Gernot. Ja, überlegt mal, die erste Antwort habe ich schon da. Marussia tippt auf 1C und Leila tippt auch auf 1C. Rami sagt steht und Uran Chimeng, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus, schreibt steht. Larry sagt hallo, hallo Larry, grüß dich. Chaco tippt auf 1c, Franz auf steht und Anna auf guten Abend. Nein, natürlich nicht. Schönen guten Abend zurück, liebe Anna, hallo. Was ist die richtige Antwort? Ist es 1a stehe, 1b stehst, 1c steht oder 1d stehen? Was könnte es sein? Ich warte auf eure Antworten. Falls es falsch ist, ist es nicht schlimm. Dann wisst ihr, was ihr noch dazu lernen müsst. Tipp jetzt in die Kommentare 1a, 1b, 1c oder 1d. Ich lese es nochmal vor. Was ist korrekt? Paul Nisnisne neben Gernot. Ist es 1a, Paul stehe neben Gernot? Ist es 1b, Paul stehst neben Gernot? Oder ist es 1c, Paul steht neben Gernot? Oder 1d, Paul stehen neben Gernot? Ich sehe weitere Antworten und zwar, hallo Lala, Lala tippt auf 1c, Jerry auf c, Wasima auf steht. Dann, Evi tippt auf 1c. Ich komme aus der Mongolei, schreibt Uran Cheming. Hallo, schön, dass du mitmachst. Herzlich willkommen. Und La tippt auf 1c. Ob er da richtig liegt, wer weiß das so genau? Bei FS1, dem freien Fernsehen, wird ein Update benötigt, sieht man gerade. Also wenn jemand zusieht von FS1, möchte ich euch bitten, dass ihr die Bluetooth-Tastatur einsteckt und die Updates macht. Marussia tippt auf C, also steht. Noch 7 Sekunden. Fatma tippt auch auf C, Musa auch auf C. Ja, natürlich. Also Paul steht neben Gernot. Natürlich könnte auch stehe korrekt sein, aber da müsste es dann schon um den Konjunktiv 1 gehen. Uran Cheming, sehr gerne. Bitte schreib Dankeschön auseinander, denn das Dankeschön ist ein kleines Geschenk. Die nächste Aufgabe, das ist ähnlich. Jetzt geht es hier um darum, dass wir schauen, was passt alles.
Ja, immer wenn steht, was passt alles, dann kann eine Antwort korrekt sein. Es können aber auch zwei Antworten, drei oder sogar vier Antworten korrekt sein. Also, die nächste Aufgabe. Ich nis-nis-ne Kaffee und du. Ich wiederhole. Ich nis-nis-ne Kaffee und du. Was passt in die Lücke? 2a, trinke. 2b, trinkst. 2c, trinkt. 2d, trinken. Also, ich lese alle Varianten vor, aber zuvor starte ich den Zähler. Jawohl, also ich habe hier schon Hurra, ja, es freut mich, dass du dich freust und Taco tippt schon auf 2a. Also, ich lese alle Varianten vor und dann sage ich natürlich, wer was getippt hat. Ich, also 2a, ich trinke Kaffee und du. 2b, ich trinkst Kaffee und du. 2c, ich trinkt Kaffee und du. Oder 2d, ich trinken Kaffee und du. Jetzt schauen wir mal, was wir schon bekommen haben. Ja, Taco tippt auf 2a. Lala schreibt den Satz aus und auch den Fragesatz. Also, ich trinke Kaffee und du. Zeynep, hallo, tippt auf A. Musa auf 2a. Efi auf 2a. Wasima auf ich trinke. Jai, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Tippt auf 2a. Trinke. Bitte schreib trinke klein, es ist ein Verb. Lemien, na, Lemiem, so glaube ich, genau, tippt auf 2a und Lenker auf 2a, trinke. Ja, ob das richtig ist? Wir werden es erfahren und zwar genau in einer Minute und 42 Sekunden. Franz schreibt 2a, trinke, guten Abend, liebe Grüße aus den Philippinen. Von den Philippinen. Das ist eine Inselgruppe. Genau, und deshalb lebst du auf den Philippinen. Das ist hier eine Ausnahme. Oder du kommst von den Philippinen. Ja, Franz. Das ist aber kein typischer philippinischer Vorname. Oder ist das dein Familienname? Das kann schon sein. Vielleicht ist Mina dein Vorname. Schreib es mir in die Kommentare. Also, ich wiederhole nochmal. Ist das 2a, ich trinke Kaffee und du? Ist das 2b, ich trinkst Kaffee und du? 2c, ich trinkt Kaffee und du? 2d, ich trinken Kaffee und du? Mandy, hallo, schönen guten Abend, tippt 2b, also trinkst. Noch 33 Sekunden bis zur Auflösung. Ich bin schon sehr gespannt, ob ihr alle richtig liegt. Ihr wisst ja, wenn ihr es richtig gemacht habt, ja, müsst ihr euch selber loben. Ja, macht das dann mit dem Herz, denn ich kann euch ja nicht streicheln, ja. Ihr seid ja alle so weit weg. Ich kann euch nicht streicheln. Noch 7 Sekunden und Marisa sagt A und Dadi sagt Trinke und Santiago sagt A und die richtige Antwort ist A, 2a. Ich trinke Kaffee und du? Jawohl, jetzt kommen noch weitere Antworten. Ludmilla zum Beispiel sagt auch Trinke und Maria Theresa sagt auch Trinke, genau. Ben, mach dir keine Gedanken, das kann passieren. Die nächste Aufgabe, schauen wir es uns an. Hier steht da, was passt alles? Ich zeige es nochmal, hoppla. Was passt alles? Nisnisnisnü heißt Markus. Ja, nisnisnisnisnü heißt Markus. Jetzt ist die Frage, was passt in die Lücke? Ist es sein Freund, ihr Freund, seine Freundin, ihre Freundin? Was passt hier in die Lücke? Was passt alles in die Lücke? Es kann eines passen. Es können zwei passen, es können drei passen oder sogar alle vier. Prüf das genau. Ich starte den Zähler und lese dann jede einzelne Variante nochmal vor. Also, was passt alles?
Nisnisne heißt Markus. 3a. Sein Freund heißt Markus. 3b. Ihr Freund heißt Markus. 3c. Seine Freundin heißt Markus. 3d. Ihre Freundin heißt Markus. Genau schauen, das ist jetzt ganz wichtig, ja. Maria tippt A, Rudi tippt A, Urantje Ming tippt 2a, das ist richtig. Maria sagt A, Maran meint A, Lala 3a und 3b, Zeynep meint A, Taco meint 3a und 3b, ebenso Maria, wie Lenker auch. Marussia tippt 2ab, Ina tippt auf A und B, Urantje Ming schreibt es aus, ihr Freund heißt Markus, Monrissa tippt auf A und B, Ben auf 3a, 3d und Tavolonte, ich hoffe es ist richtig, tippt auf A und B, Perparim tippt auf alles, sei korrekt, Evi meint 3a und 3b, Lemlem meint 3a, Leon meint A und B, Santiago tippt auf B, Maran tippt auf A, B, C und D, Benita auf 3a und 3b. Deinen Namen kann ich leider nicht lesen, es sind arabische Buchstaben, 2a und 3a. Musa tippt auf A, Pa tippt auf A, La tippt auf A, B und Alban schreibt es aus. Ich glaube, es sind alle korrekt. Veronique meint, hallo, hallo Veronique, grüß dich. Mach gleich mit, das ist die Aufgabe. 3a und 3b und Berihu? Ich hoffe, es stimmt so. Bitte sei mir nicht böse, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. 3a und 3b. Sein Freund heißt Markus, ihr Freund heißt Markus, seine Freundin heißt Markus, ihre Freundin heißt Markus. Ein kleiner Tipp. Markus ist ein männlicher Vorname. Also heißt Markus, das ist mal korrekt. Die Frage ist, was passt jetzt hier statt diesem Hisne hin? Sein Freund, ihr Freund, seine Freundin, ihre Freundin. Ja, es kommen noch weitere. Ja, das ist korrekt. Ardian sagt A, Mehdi tippt auf A, Abu tippt auf 3a und 3b. Und die richtige Antwort ist... Ja, jetzt sind es zwei, 3a und 3b. Ich wiederhole, sein Freund heißt Markus, ihr Freund heißt Markus. Seine Freundin passt nicht, denn Markus ist ein männlicher Vorname, genauso wie ihre Freundin passt auch nicht, denn Markus ist ein männlicher Vorname. Ja, die nächste Aufgabe, das ist jetzt schon etwas länger. Was passt alles? Hier muss man wieder genau aufpassen. Es könnte eines passen, zwei, drei, vier. Denkt daran, wenn ihr es richtig hattet, dass ihr euch selber lobt. Ja, ich kann euch nicht streicheln, ihr seid so weit weg, ihr wisst ja. Also, was nüsnüsne du? Ich nüsnüsne Medizin. Ich wiederhole, was nesne du, ich nesne Medizin. Was passt hier? 4a, lerntet und lernte. 4b, lernst und lerne. 4c, studierst und studiere. 4d, studiertet und studieren. Ich lese es hintereinander vor, keine Sorge. Also, ich starte den Zähler und wir werden es gleich wissen. Also, 4a, was lerntet du? Ich lernte Medizin. 4b, was lernst du? Ich lerne Medizin. 4c, was studierst du? Ich studiere Medizin. 4d. Was studiertet du? Ich studiere
Medizin. Bitte zwingt mich nicht, das nochmal vorzulesen. Die Antworten kommen schon. Ich beginne ganz von vorne. Benita sagt, also zuerst Su sagt Hallo. Ja, aber wir beginnen bei Rezan. Rezan schreibt, was lernst du? Abdel schreibt 4C, sorry, also hast du dich vertippt. Dann Benita 4B und 4C, Taco 4B und 4C, Uran Ceming 4C, Bo sieht zu. Hallo Budin, grüß dich. Hallo Roswitha, dankeschön für die Information, ich weiß das schon. Dann Andrea tippt auf C, Ina auf C, Tavoltonte auf B und C, Santiago auf C, Jerry auf 4B und 4C, Khalid auf C, Hussein auf 4C, C und B, dann Musa auf 4B, Ben auf 4B und C. Hallo Bo, grüß dich. Lenka 4B und 4C, Santiago auf B. Und Perparim, es ist definitiv B. Dann Mustafa, guten Abend Johannes, 4C, studierst und studiere. Hallo, schönen guten Abend Mustafa. Khalid auf C, Adian auf 4B, Mandik auf 4B und 4B. Du tippst zweimal auf 4B. Ja, das kannst du natürlich auch machen, aber vielleicht meintest du einen anderen Buchstaben. Monrisa, B und C, Rezan auf ich studiere. Dann Marussia, 4C, Stogit auf 4B und 4C. Khalid, ja, danke schön, 4C. Saad auf 4C und 4B, Ben auf B und C, Leon auf 4B und 4C, Alexa auf C, Bo auf 4B und Zeynep auf 4B und 4C, Esan auf C, Alexa auf C, dann Tavolonte, so, auf 4B und 4C, Ramadan auf 4C und B. Taron, guten Abend Johannes, die richtige Antwort ist C, schönen guten Abend. Ardian, B und C, Mandik auf 4C und 4C, du tippst zweimal auf 4C. Berparim auf, es gibt zwei, 4B und 4C definitiv. Alban tippt auf C, Bo auf 4C und Bau auf C. Die richtige Antwort ist 4C. Lernst und lerne ist leider nicht korrekt, denn ein Studium wird in der deutschen Sprache auch tatsächlich so bezeichnet. Also was studierst du? Ich studiere Medizin. Wenn man jetzt einen Satz mit lernen hätte, ja, dann würde man eine andere Frage haben. Zum Beispiel, wofür lernst du? Ich lerne für Medizin, ja. Bitte passt hier auf, in der englischen Sprache sagt man study, wenn man lernen meint, ja, und zwar wenn man jetzt für Vokabeln lernt oder für ein spezielles Fach, dann sagt man dort study, aber in der deutschen Sprache sagt man lernen. Ja, die nächste Frage, das ist jetzt etwas ganz Lustiges, und zwar, was ist es nicht? Ja, die Frage ist, was ist es nicht? Was ist es nicht? Hier sehen wir ein Wort, das unterstrichen ist und auch eine andere Farbe hat. Ja? Peter spielt morgen im Kurhaus Piano. Das ist unser Satz. Und jetzt geht es darum, was ist das für ein Wort? Ja? Oder was ist es nicht? Ja? Was ist es nicht? Ich lese mal vor, ist es 5a, also ist es nicht, ist es 5a Adverb temporal oder ist es nicht 5a temporal Adverb, ist es nicht 5b Adjektiv lokal, 5c Substantiv viral oder 5d Wandstativ vertikal. Also ich starte mal den Zähler, okay, also der Zähler läuft. Was ist es nicht? Ja, was ist es nicht? Peter spielt morgen im Kurhaus Piano. 5a Adverb temporal, 5b Adjektiv lokal, 5c Substantiv viral oder 5d Wandstativ vertikal. Also es gibt schon ein paar Antworten.
Schauen wir mal. Bitte schreibt immer auch die Zahl dazu, sonst weiß ich nicht, auf welche Antwort ihr euch bezieht. Denn dieser Stream ist bis zu einer Minute zeitverzögert. Ja? Ihr seht mich eine Minute später und das müsst ihr wissen. Deshalb gibt es immer 3 Minuten Zeit, denn eure Antwortzeit ist eigentlich nur 2 Minuten. Ja? Dieser Stream ist bis zu einer Minute verzögert. Also, wir sind jetzt bei Nummer 5. Musa schreibt, sorry, das ist falsch geschrieben, aber wirklich, das ist auch falsch geschrieben, für jede Frage, das ist auch falsch geschrieben, 2 Minuten, das ist auch falsch geschrieben, lange dauert, das ist grammatikalisch völlig falsch. Aber ich glaube, ich habe gerade das erklärt, also wenn du zugehört hast. Benitez meint, 5b, 5c und 5d seien falsch. Dann, Oran Chimings meint, 5d sei es nicht. Taco meint 5b, 5c und 5d. Aha, Musa hat es, ja, bitte sehr gerne. Wasima sagt alle außer 5a. So kannst du auch antworten. Mohammed sagt SA. Ich glaube, du meinst 5a. Ja, das ist die Zahl 5. Noch 1 Minute und 10 Sekunden für eure Antworten. Ja, was ist falsch? Oder was ist es nicht? So muss man sagen. Was ist es nicht? Es gibt ja natürlich alle Bezeichnungen, aber was ist es alles nicht? Bo tippt auf Adjektiv lokal, aber vielleicht ist es auch kein Wandstativ. Wer weiß, wer weiß. Was könnte es sein? Was könnte es nicht sein? Noch 37 Sekunden. Dann, Alina meint, richtig ist 5a. Die Frage ist ja, was ist es nicht? Ja, was ist es nicht? 5a Adjektiv temporal, 5b, Entschuldigung, 5a Adverb temporal, 5b Adjektiv lokal, 5c Substantiv viral, 5d Wandstativ vertikal. Und Evi tippt noch 5b, 5c und 5d sei es nicht. Und du hast völlig recht. Ja, es ist kein Adjektiv lokal, es ist kein Substantiv viral und auch kein Wandstativ vertikal. So, die nächste Aufgabe. Und was passt alles? Also, ich habe hier, Franz mag nisnisne Kartoffeln, Helga mag nisnisne trinken. Franz mag Helga leider nisnisne. Ich wiederhole, Franz mag nisnisne Kartoffeln, Helga mag nisnisne trinken, Fritz mag Helga leider nisnisne. Was passt hier? 6a, kein nicht nichts. 6b, seine nichts nicht. 6c, nicht keine nicht. Oder 6D, sehr eine gar nicht. Jetzt seid ihr froh, dass ihr 3 Minuten für die Frage habt, stimmt's? Also, ich wiederhole nochmal alles nach der Reihe. Also, was passt alles? Zum Beispiel 6A. Franz mag kein Kartoffeln. Helga mag nicht trinken. Fritz mag Helga leider nicht. 6b. Franz mag seine Kartoffeln. Helga mag nichts trinken. Fritz mag Helga leider nicht. 6c. Franz mag nicht Kartoffeln. Helga mag keine trinken. Franz mag Helga leider nichts. 6d. Franz mag sehr Kartoffeln. Helga mag eine trinken. Fritz mag Helga leider gar nicht. Was passt alles? 6a, 6b, 6c oder 6d? Also, was haben wir hier? Kann das sein, dass alle Varianten nicht passen? Nein, Marussia, das kann nicht sein. Bei so einer Frage, was passt alles, passt mindestens eine Antwort. Also, Mohammed schreibt, ach so, ich habe die Frage völlig falsch verstanden. Das kann passieren. Khalid tippt auf 6a. Hallo Rezan, grüß dich. Ahmad
Oder Ahmad tippt auf C, Lala auf 6b, Uran Ziming auf 6d, Hennen Zoa, hallo, sagt 6c, Alexa tippt auf A, Taku auf 6b, Perparim auf Ich bin für 6d, Sogit auf A oder Ugne, ich weiß nicht, was dein Vorname ist. Und ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Bitte sei mir nicht böse, wenn ich deinen Namen falsch spreche. Henin Zua tippt auf 6c und Khalid auf 6a. Noch 56 Sekunden. Aline sagt 6c ist richtig. Ihr wisst ja, wenn ihr richtig tippt, wo ist mein Pfeil? Hier. Wenn ihr richtig tippt, ja, nehmt, lobt euch selbst. Ich kann euch nicht streicheln, ja. Bitte lobt euch selbst, das ist ganz wichtig. Dann weiß ich auch, dass es ja viele gab, die jetzt etwas gewusst haben. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann weiß ich das dann auch, ja. Wenn ihr Schwierigkeiten hattet, dann bitte nehmt diesen traurigen Smiley, ja. Denn dann weiß ich, dass ihr Schwierigkeiten hattet. Es geht weiter. Alina tippt auf 6c, Valbona sagt 6c, Mohammed sagt, ich bin für 6a, Bobo tippt auf 6a, Irina auf A und Bo auf 6c. Rezan, dankeschön. Ich bin Nuhe. Neu, meinst du? Du bist neu. Das freut mich, dass du hier bist. Christina oder Christina, ich weiß nicht, wie es genau richtig ist. Ich weiß nicht, woher du kommst. Meint A. Und die richtige Antwort ist 6b. Jetzt bin ich gespannt. Lobt euch mal selber. Wer hat es richtig und wer hat es nicht richtig? Ja, damit ich sehen kann, wie gut das funktioniert hatte. Ich werde es mal erklären. Bei Substantiven, wenn wir die verneinen, brauchen wir entweder kein, keine, keines, keinem, keinen, keiner und so weiter. Oder sein, seiner, seines, seinem, seinen, seiner und so weiter. Ja? Und wenn wir Verben verneinen, dann brauchen wir nicht oder nichts. Wenn Helga jetzt nichts trinken mag, also nichts, gar nichts, nothing, nichts, ja, dann verwenden wir nichts. Und wenn sie nicht trinken will, dann wäre das so, als ob ich sagen würde, jetzt Helga, jetzt trink doch mal was. Und sie sagt dann, nein, ich will jetzt nicht trinken. Ja, sie verneint das Verb. Und Fritz mag Helga leider nicht. Ja, vielleicht mögen sich die beiden einfach gegenseitig nicht. Die nächste Frage. Was passt hier alles? Karl trägt nisnisne Freundin. Ich wiederhole. Karl trägt nisnisne Freundin. 7a, die Tasche seiner. 7b, die Taschen meiner. 7c, den Schlüssel unserer. 7d, die Schlüssel eurer. Ich starte die Zeit und die Zeit läuft ab jetzt. Karl trägt nisnisne Freundin. 7a, die Tasche seiner. 7b, die Taschen meiner. 7c, den Schlüssel unserer. 7d, die Schlüssel eurer. Ich lese alles nochmal gemeinsam vor. Der Zähler überdeckt jetzt das Wort eurer. Ja? Aber ich lese alles nochmal in Ruhe vor. Hört gut zu. 7a. Karl trägt die Tasche seiner Freundin. 7b. Karl trägt die Taschen meiner Freundin. 7c. Karl trägt den Schlüssel unserer Freundin. 7d. Karl trägt die Schlüssel eurer Freundin. Hallo, hallo, schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle zugeschaltet habt. Macht gleich mit und ratet mit, was passt alles. Hier kann eines richtig sein, hier können zwei richtig sein, drei richtig sein oder vier. Immer wenn ich frage, was passt alles, aber eines ist mindestens richtig. Ich wiederhole nochmal. Was ist richtig? Was passt alles? Karl trägt 7a. Die Tasche seiner Freundin. 7b. Karl trägt die Taschen meiner Freundin. 7c. Karl trägt den Schlüssel
unsere Freundin. 7D, Karl trägt die Schlüssel eurer Freundin. Ja, da ist jetzt die Frage. Ich sehe schon A, 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 B. Bitte schreibt auch die Zahl dazu. Also Fatih sagt A, na Fatih, Entschuldigung, sagt A. Yasin sagt A, Zeynep sagt A, Bao sagt A, Ardian sagt B, Benita 7a, 7b und 7c, Adian ergänzt mit B, Taco 7a, 7b und 7c, Alind meint 7b ist richtig, Marussia meint 7a, 7b, 7c, Bo tippt auf 7b, noch 33 Sekunden, Lenka tippt auf 7a, 7b und 7c, die Variante 7d, da steht die Schlüssel eurer. Ich wiederhole nochmal, die Schlüssel eurer. Denn das eurer kann man jetzt nicht lesen, da ist der Zähler drüber. Da muss ich das nächste Mal besser darauf achten. Dann Alina sagt 7ac, Mahmoud sagt 7d und b, Efi meint alles außer die letzte Option. Khalid auch, Yossi oder Jose meint a und d, Bau a, b, c, Abraha sagt A, dann Thong sagt 7a, 7c, Mustafa schreibt es aus und führt alle Varianten an. Es kommen noch weitere Antworten, aber es sind alle korrekt. Ja, es sind alle Antworten korrekt. Edona ergänzt noch außer 7d, alle anderen sind korrekt. Nein, es sind alle Varianten sind richtig. Man kann auch die Schlüssel von jemand anderem tragen. Ich kann auch sagen, schau mal, Karl trägt die Schlüssel eurer Freundin. Es kann ja sein, dass ich mit dieser Person nicht befreundet bin, aber andere schon, und dann kann ich das so sagen. Ja, die nächste Aufgabe. Kannst du den Nisnisne-Baum sehen? Was passt alles? Kannst du den Nisnisne-Baum sehen? 8a, schön. 8b, schöner, 8c, schönen, 8d, schöne. Ja, ich starte die Zeit. Und was passt alles? Es kann eines richtig sein, es könnten zwei, drei oder vier richtig sein. Eines ist mindestens korrekt. Also, 8a, kannst du den schönen Baum sehen? 8b, kannst du den schönen Baum sehen? 8c, kannst du den schönen Baum sehen? 8d, kannst du den schönen Baum sehen? Und die Antworten kommen schon wieder. Litafet sagt A, Taku meint 8c, Marussia meint 8c, Lala tippt auf 8c, Zeynep tippt auf c, Lovan tippt auf ca, ac, c, CA, Mustafa auf 8C, schönen, Rezan auf B, Ardian auf B, Taman auf B, dann oder auch auf C, Perparim auf, es ist 8C, oder Nela, vielleicht ist Nela dein Vorname, ich bin mir nicht sicher, Suat tippt auf B, 8C heißt das. So mein, das ist kein B, das ist die Zahl 8. Litafet auf 8C, schönen. Askalu auf 8B, Stogite Ugne, ich weiß nicht, was dein Vorname ist, schreib es mir bitte in die Kommentare. C, Bo 8C, Esa tippt auf C, Habibula tippt auf oder schreibt, kannst du den schönen Baum sehen? Denk auch bitte an das Satzzeichen, an den Punkt, das wäre bei einer Prüfung ein Fehler. Jaga tippt, oder Hussein, so muss ich sagen, tippt auf B. Alexa tippt auf C. Gary tippt auf C. Suat auf 8a und 8c. Noch 56 Sekunden Zeit. Ich denke, das funktioniert schon ein bisschen besser, oder? Mona tippt auf 8c und Erle auf B. Alban auf A.
auf schön. Noch 30 Sekunden und dann wissen wir die Antwort. Kannst du den Baum sehen? Ja, es gibt ja immer wieder Leute, die sich fragen, ja, aber Johannes, warum kann man da meinen Kommentar nicht sehen? Das kann zwei Gründe haben. Grund Nummer eins ist, ihr postet sehr viel und deshalb blendet Facebook eure Antwort einfach nicht ein. Und der zweite Grund ist, ihr schaut eine Wiederholung, aber jetzt ist es live, wenn hier ein roter Punkt zu sehen ist oder man im Fernsehen das Live-Symbol sehen kann. Und die richtige Antwort ist 8C. Schönen. Ja, genau. Kovan tippt 8C. Bes auch auf tippt auf A, das ist leider falsch. 8D Hamid ist auch falsch. Dirgemezi, ich glaube, das ist dein Vorname, tippt C und Khalid auf B. Ja, machen wir weiter. Die nächste Aufgabe. Der Nisnisbaum hat Nisnisnis Blätter. Ah, dein Familienname. Dankeschön, danke für die Information. Die nächste Aufgabe. Was passt alles? Hier kann wieder eines richtig sein oder alle oder drei oder zwei, ja. Also, Aufgabe, was passt alles? Der Nisnisbaum hat Nisnisblätter. 9a, ich muss den Zähler nochmal ausblenden, dann könnt ihr das besser sehen. 9a, schön groß. 9b, schöner großer. 9c, schönen großen. 9d, schöne große. Ja, ich starte den Zähler. Ihr könnt überlegen, ich lese ja natürlich wieder jede Variante vor. Also ist das 9a, der Schönbaum hat Großblätter. 9b, der schöne Baum hat große Blätter. 9c, der schönen Baum hat große Blätter. 9d, der schöne Baum hat große Blätter. Ja, es kommen schon die ersten Antworten. 9D. Taco hat, nein, Wasima hat begonnen. Schönen. Taco schreibt 9D. Alban B. Tobias, der schöne Baum hat schöne Blätter. Denk auch an den Punkt, an das Satzzeichen oder Rufzeichen. Wir haben hier das Rufzeichen. Zeynep tippt auf D. Degemetzi tippt auf D. Oder ist Jigit dein Vorname? Ich kenne eine Elke, die heißt Jigit im Familiennamen. Deshalb bin ich mir jetzt nicht sicher. Fili tippt auf der Schöne. Dann Mustafa 9D, Schöne plus Große. Rezan auf 9C. Mehmet tippt auf D. Adnan auf B, 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 B. Khalid auf 9B. Dann Mohammed auf A, Rabah tippt auf schöne große. Bitte schreib SZ. Wenn du kein scharfes S schreiben kannst, schreib nicht SS, sondern SZ. Der Buchstabe heißt auch SZ. Marussia tippt 9D, Gary auf C, Nayat auf D oder Said. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Nayat ist dein Vorname. Man tippt auf B oder Tung. Tung ist dein Vorname, oder? Tippt auf B. Fatih tippt auf D, Benita auf 9D, Ludmilla auf D, ebenso Alexa, Hamid, Adian tippt auf A, Ahmad auf D, Mona auf 9B, Adnan auf B, Christina auf D, Habibullah tippt auf B, Raswan auf D, Lenka auf D, Esad auf C, Muki auf D, Abria auf B, Adnan auf B, Moki auf D, Mahmoud auf 9C, Fili auf, ich bin sicher, es ist 9D. Perparim auf, es ist richtig 9B, der schöne, ja, große, schreibst du. Moki tippt auf D, Dia, entschuldige, Dia, genau, oder Marivan, nein, Marivan, glaube ich, ist dein Familienname. Ich tippe auf Dia, ist dein Vorname, tippt D. Dolma auf D, Askula auf 9C, Tong auf D, Korbali auf der schöne Baum hat große Blätter, Khalid auf B, Dahir auf 9A, Erle auf D, Efrem auf B, Tringa
auf 9c, Thomas auf d, Adnan auf b, Slavica auf b. Oh, es tut mir leid, deinen Namen kann ich nicht lesen. Bitte sei mir nicht böse. D und Zagla auf. Thema ist Adjektivdeklinationen, Antwort ist D. So, wir lösen auf. Du hast völlig recht, schöne große. Der schöne große Baum hat. Blödsinn. Der schöne Baum hat große Blätter, so war es, genau. Wer oder was hat wer oder was? Das ist ein Gleichstellungsnominativ, sagt man. Es ist ein Vergleich, ja. Die nächste Aufgabe, das ist nisnisne Tomate, das ist nisnisne Apfel. Ich zeige es euch mal ohne Zähler. Das ist nisnisne Tomate, das ist nisnisne Apfel. Ja, also 10a nicht schon, 10b keine ein, 10c nicht mein, 10d eine kein. Was passt alles? Hier kann eines richtig sein, hier können zwei richtig sein, drei oder vier. Ja, was passt alles? Ich lese vor. 10a, ich starte nur den Zähler. 10a, das ist nicht Tomate, das ist schon Apfel. 10b, das ist keine Tomate, das ist ein Apfel. 10c, das ist nicht Tomate, das ist mein Apfel. 10d, das ist eine Tomate, das ist kein Apfel. Was passt hier? Ich sehe schon, es kommen schon die Antworten. Ja, dann Lala schreibt 10b, Ardian d, Degiamenzi B oder Jigit. Benita schreibt 10b und 10b. Zweimal 10b. Thung sagt D, Nayat B, Daman B, Lala B und D. Mustafa keine und ein. Benita 10b und 10d. Efrem tippt auf B. Ludmilla auf B. Thung auf D. Beides auch, ja. Mohammed auf B, Ardian tippt auf D, D, D. Dann noch, Adnan, entschuldige, tippt auf A. Zeynep auf B, Adnan tippt nochmals was anderes auf A. Slavica B, Dia auf B. Dann An tippt auf B und C, also schreibt, ich wähle B und C. Dann Perparim tippt auf B und C. D, Edona auf B und D, Rat tippt auf B und D, Kovan auf B, dann Mahmoud oder Mahmoud auf B, Moki auf D, Carmen auf B und D, Marussia auch auf B und D, ebenso Nayat, Moki tippt auf D, dann Konguazul, oder Hon Guazul, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. B, C und D. Abria auf A. Zeneb auf B und D. Esad auf B. Veriza auf und D. Khalid auf B und D. Adnan auf A. Noch 37 Sekunden. Habe ich Zeit, das alles vorzulesen. Lemlem auf 10a, Mustafa auf 10b und 10d, Alina auf b und d, Sogete auf d, Laura auf b und d, Korbali auf, das ist keine Tomate, das ist ein Apfel. Denkt bitte auch an das Satzzeichen. Suat tippt auf 10d und 10b, Jager auf 10a, 10b, Alban auf 10b, c und d, noch 6 Sekunden. Taman vielleicht noch dazu 10d und Moki d, Anxelio auf sicher d, Askalu auf b und d, Erle auf c und d, Dahir auf 10b, Sana auf 10b, Saad auf A, B, C, D und so weiter und so weiter. Es tut mir leid, ich muss auflösen. 10b und 10d sind korrekt. Ihr seht ja, hier sehen wir noch die, die ich noch nicht vorlesen konnte. Genau. Das sind die richtigen Antworten. Das ist keine Tomate, das ist ein Apfel. Oder das ist eine Tomate, das ist ein Apfel. Kein Apfel.
Ja, das ist eine Tomate, das ist kein Apfel. Genau, so. Jetzt die nächste Aufgabe. Was kann man wirklich essen? Was kann man wirklich essen? Ja, was ist essbar? Was kann man wirklich essen? Am liebsten esse ich A. Pferdeäpfel, B. Pustekuchen, C. Trauerkloß, D. Rinderbraten. Ja, was kann man wirklich essen? Da kann eines richtig sein, da können alle richtig sein. Ihr wisst ja in der Zwischenzeit schon, wie das funktioniert. Ich starte den Zähler. Und was kann man wirklich essen? Also das ist ganz einfach, oder? Also das geht ganz schnell. Bitte schreibt die Zahl dazu. Schreibt 11a, 11b, 11c oder 11d. Das ist ganz wichtig, sonst sehe ich nicht, welche Antworten da dazugehören. Ja, viele schreibt schon 11d. Kann man wirklich essen? Moki meint Pferdeäpfel. An tippt auf alle sind richtig. Moki tippt auf A. Nochmal auf A. Also Pferdeäpfel. Pferdeäpfel. Perparim 11a. Pferdeäpfel meint auch alles kann man essen. Noah meint D kann man essen. Mann meint A könne man essen. Dann, nein, Ephrem, Entschuldigung, meint A. Aber sagt, alle sind richtig. Also alle kann man wirklich essen. Taman 11D, Marussia 11D, Yossi, alles. Adnan tippt auf A, Adnan A. Mohammed tippt auf A, Ardian tippt auf B, Lenka auf D. Zeynep, alles. Maria tippt auf D, Mona tippt auf alles sind richtig. Xalib meint B, Fanny, am liebsten esse ich Rinderbraten. Sa tippt auf A und D, Christina auf D, Raba auf B und Dia alle. Esat meint alle. Munktoya meint A. Pferdeäpfel kann man wirklich essen. Noch eine Minute, dann wissen wir, was man wirklich essen kann. Vereza tippt auf D, also Rinderbraten. Slavica auch. Kovan meint, Pustekuchen könne man tatsächlich essen. Anxelio tippt auf B und D, also Pustekuchen und Rinderbraten. Dann Lala sagt 11D Rinderbraten. Mohammed tippt auch auf D, ebenso wie Khalid. Ja, Adnan meint Pferdeäpfel könne man tatsächlich essen. Dann Rabah tippt auf D, Zeynep auf oder A und D. Ja, was kann man denn wirklich essen? Das ist die Frage. Am liebsten esse ich Pferdeäpfel. Am liebsten esse ich Pustekuchen, am liebsten esse ich Trauerkloß, am liebsten esse ich Rinderbraten. Ja, Mava tippt auf 11a, Mustafa auf A, D und B. Und die Zeit ist abgelaufen. Das Einzige, was man tatsächlich essen kann, ist Rinderbraten. Pferdeäpfel ist das, was ihr in der Früh macht nach dem Aufstehen auf der Toilette, aber von Pferden. Das sollte man nicht essen. Pustekuchen ist ein Idiom und bedeutet so viel wie, ach, das ist ja egal, es ist Pustekuchen. Ein Trauerkloß ist jemand, der sehr traurig ist und wenn man die Person kurz vorher aufheitern möchte oder bevor man sie aufheitern möchte, sagt man so Dinge wie, och, jetzt komm, jetzt sei doch nicht so ein Trauerkloß und jetzt lach wieder. Ja. Ein Trauerkloß ist eine Person, die gerade sehr traurig ist. Ja. Also man kann die Person 11c kann man nicht essen, das Wort egal kann man nicht essen und Pferdekacke kann man auch nicht essen. Ja, also Rinderbraten, das kann man essen. Die nächste Aufgabe. Was ist alles richtig? Ja, Maria telefoniert mit dem Nisnisne Robert. Maria telefoniert mit dem Nisnisne Robert. Ja, was ist hier richtig? 12a attraktiven, 12b nervigen, 12c hässlichen,
12D lieben. Die Frage ist immer wieder hier, was ist alles richtig? Es kann eines richtig sein, es können alle richtig sein, vielleicht aber auch nur zwei oder doch drei. Ja, Mohammed war sich ganz sicher, wegen den Pferdeäpfeln meinst du? Das kann passieren, ja. Also, ihr könnt das mal googeln, ja, ihr könnt diese Wörter dann nachher googeln. Jetzt ist die Frage, ja, Philly antwortet schon, und zwar 12a, b, c, d seien richtig, Lala tippt auf 12d, Adnan auf a. Bitte genau schauen, Veritza tippt auf b und d, Mava auf 12d, lieben, Marussia auf 12c und 12d, Raba auf a, Lala auf 12a und 12d, Mace, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Oder vielleicht ist Malak dein Vorname. Ich bin mir nicht sicher. 12C und 12B. Ephrem tippt auf D. Adian auf C. Mustafa, alle sind richtig. Slavica tippt auf D. Benita auf 12A, 12C und 12F. F. Es tut mir leid, aber den 12F gibt es nicht. Den habe ich nicht da. Mohammed tippt auf Nein. Auf Nein? Achso, du meinst wegen den Pferdeäpfeln. Zeynep, 12, C und D, Laura auf A, C, D, Ludmilla auf A, D, Mohammed auf, ich meinte D, A, oh, dankeschön. Walid auf alle sein korrekt, Sana alle, Xalib A und C, Mohammed auf A, Benita auf A, C und D, Rabba auf A, B, D. Dann Baha tippt auf 12c, Lenka auf ACD und Askalu auf 12d. Die Zeit ist abgelaufen und die richtige Antwort ist A und D. Ja, nervig schreibt man mit diesen Buchstaben und hässlich mit Umlaut A. Bitte genau schauen, ja, denn manches Mal gibt es auch Tippfehler, manches Mal gibt es Rechtschreibfehler und manches Mal gibt es Wörter, die einfach gar keinen Sinn ergeben. Ja? Ihr müsst bei mir mit allem rechnen, denn wenn ich euch beim Korrigieren auf Facebook helfe, dann begegne ich auch immer wieder genau diesen Fehlern. Ja? Also genau, wo ist mein Pfeil? Hier. Genau diesen Fehlern, die man da drüben sehen kann. Ja? Also nervig, bitte mit V schreiben und hässlich mit Umlaut A. Die nächste Frage. Ja, das ist jetzt etwas komplexer. Jetzt geht es um die Frage, verwende das Präteritum. Verwende das Präteritum. Heinz nesnesne nach Zürich nesnesne, um Markus zu besuchen. Ich wiederhole. Heinz nesnesne nach Zürich nesnesne, um Markus zu besuchen. Bitte bildet das Präteritum. Ja, was ist hier richtig? Ist das, ich starte den Zähler, ja, dann geht das gleich. Also, was ist richtig? 13a. Heinz ist nach Zürich geflogen, um Markus zu besuchen. Ist das 13b? Heinz war nach Zürich geflogen, um Markus zu besuchen. Oder 13c. Heinz flog nach Zürich, um Markus zu besuchen. Oder 13d, Heinz fliegte nach Zürich, um Markus zu besuchen. Ich sehe schon Antworten. Lala, na Moment, 13. Ich weiß nicht, ob Iman noch auf die andere Antwort getippt hat oder Philly auch, ja. Hier geht's weiter. Lala tippt auf 13c, Marwa auf 13d, Philly auf 13a. Hanna auf 13c, Zeynep auf c, Maria auf b, Adnan auf a, Marussia auf 13c, Taco auf 13abc. Moment, es geht um, wir suchen das Präteritum, nicht was passt alles. Wir suchen das Präteritum. Dann Adnan tippt auf 13a, Ardian auf a, Adnan auf a, Javid auf a, Veritza auf c, Baba auf 13a, Zagla auf C, Baha auf 13a und 13d. Also du sagst, beides ist Präteritum. Mohammed tippt auf A, Khalid auf C,
Almu auf B, Dominique auf A, Ludmilla auf C, Ephrem auf C. Deinen Namen, den du hast, den ich nicht lesen kann, es tut mir so leid. Du tippst auf A, B, C. Bitte schreib mir deinen Namen mal dazu. Taco tippt auf 13c, so merke ich mir auch Tacos Namen, sie hat mir das mal dazu geschrieben. Taman tippt auf 13a und Philly denkt jetzt nochmal drüber nach und tippt entweder A oder C. Munktuja auf C, Slavica auf A, Anxelio auf A und C, noch 48 Sekunden. Munkusch oder Erdene, ich weiß nicht, was dein Vorname ist. Munki, ja, danke schön. Hallo Munki, 13c. Muad, danke Muad. Schreib deinen Namen bitte immer dazu und dann den Buchstaben, dann weiß ich es immer. Dann, Fanny schreibt, Heinz flog nach Zürich, um Markus zu besuchen. Denk bitte an das Komma vor dem Um. Ja. Sicher ist sicher, weglassen kannst du nur, wenn es zu keiner Verwechslung kommt, um sicherzustellen, dass es nie zu einer Verwechslung kommt, mach es bitte sicherheitshalber dazu. Mach dir keine Gedanken, das passt schon. Murat, das ist schon okay. Mohammed A, Adnan A und D und Nadat auf C und die richtige Antwort ist C. 13c flog. Ja, das ist das Präteritum. Aber was ist das? Ist geflogen, das ist perfekt mit sein. War geflogen, das ist plusquamperfekt, auch basierend auf sein. Und fliegte, das ist falsch. Ja, flog, das ist korrekt. Die nächste Frage, was passt alles? Ja, hier haben wir wieder, was passt alles? Hier kann eines passen, hier können alle passen. Hier können zwei passen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ja, also. Ich weiß nicht, ob Peter und Heinz lügen. Glaubst du, Ja, das ist jetzt die Frage. Das ist die letzte Frage im Fernsehen. Im Anschluss an diese Frage verabschiede ich mich von den Susiern im Fernsehen. Aber auf Facebook geht es noch weiter. Also nicht abschalten, dranbleiben. Ich weiß nicht, ob Peter und Heinz lügen. Glaubst du das? 14a, Ihnen. 14b, Ihnen. 14c, den beiden. 14d, den beiden. Bitte genau schauen. Es gibt jetzt keinen Zähler. Ja doch, machen wir 2 Minuten. Denn so lange ist die Sendezeit und dranbleiben, denn wir werden dann noch weitermachen. Auf Facebook meine ich jetzt. Ja, jetzt kommen viele Antworten. Zeneb 14a, Philly 14a, Adnan A, Ludmilla A, Lala 14a und C, Anxelio A, Najat A bis C, also A, B, C, Taco 14a und C, An sagt 14a und D, Rabat sagt C, ganz klar A, sagt Deutschlehrer Gias. Dann Munktuja sagt A, Ephrem sagt sicher A, Nados sagt 14a und C, Efi 14a, Laura A, Zaman sagt 14c, Benita sagt 14a, Veritza 14ad, Philly 14ac, Walid, Ihnen klein geschrieben. Dann 13. Aufgabe. Aha, du beziehst dich auf eine andere Aufgabe. Munktuja A und C, Mohammed A und C, Maria A, Anna A, Marussia 14a, Munkus A, Azur sagt C, Almu sagt A, Xalib sagt C, Mies sagt A, C, Behare sagt den beiden. Mohammed sagt A, Baha sagt 14c, Nazgi sagt A und C, Jaga oder Jaga sagt, oder Hussein sagt 14c, Mustafa sagt A und D, Khalid sagt 14a, D, Anxelio sagt A und C, Esad sagt A, Lukman sagt A, Kovan sagt B, Askalu sagt B und D,
Karl Makant sagt A und C, Alban sagt 14 B, C, Murat sagt A, C, Jager sagt 14 C und die richtige Antwort ist Ihnen, den beiden. Auf Wiedersehen im Fernsehen, auf Facebook sehen wir uns gleich wieder.